Hallo und willkommen zu dem neuen Live-Spiel. Wir starten es einfach mal direkt. Genau, und zwar, ich hoffe, dass es mit dem Bild funktioniert. Ich habe immer so Bildprobleme. Da. Genau, also ich habe heute Morgen schon ein paar Spiele gemacht mit PE und will nur die Recon Cars üben, ne? Das, wo ich letzte Woche im Simulator war. Deswegen mache ich jetzt einfach mal eine Live-Aufnahme. Ich hätte auch Replays nehmen können, weil jedes einzelne Spiel bisher, was ich heute Morgen gemacht habe, habe ich gewonnen, haushoch mit den Recon Car. Das lag aber, glaube ich, auch an den Gegnern. Wenn Brit dabei war, haben die SimCity gespielt. Dann konntet ihr einfach alles kappen mit den Recon-Car, weil die nicht mit SimCity darauf reagieren können. Also SimCity ist, wenn die einfach Gebäude bauen, sich direkt eingraben irgendwo und scheiß auf die Map, scheiß auf den Mitspieler. Und wenn die Amerikaner dabei waren, haben die WSC-Start gemacht und alle ohne ihren Sniper zu decken. Der eine hat direkt mit Doppelsniper begonnen, ja, bin ich direkt reingefahren, tot, Spiel war vorbei, Ragequit. Der andere hat einen MG gemacht, das ist Haus gesetzt, was natürlich sich da nicht ausrichten kann, den Sniper so auch nie decken kann und einer ist immer zu wenig, war auch direkt Ragequit, nachdem der Sniper tot war. Also so, ne, die PEler, also die Recon-Cars klappen richtig gut im Moment, einfach weil die WSC-Spieler alle Ragequitten, nachdem der Sniper tot ist, was immer passiert, weil die den nie decken. Und die PE-Spieler machen alle SimCity, weswegen ihr die ganze Map kappen könnt, ja. Also es waren jetzt zumindest drei Spiele in Folge und der letzte Spieler hatte 29.000 Spiele gehabt. Das waren Brite mit 29.000 Spielen. Das habe ich mein Leben lang noch nicht erlebt, ne? 29.000! Und das müsst ihr bei der Steam-Version, ja, weil vor Steam gab es ja eigentlich auch nochmal eine andere Statistik. Und er hat halt einfach SimCity gespielt und scheiß auf meinen Mitspieler. Naja, auf jeden Fall. Die Recon Cars scheinen im Automatch hervorragend zu klappen bisher. Aber ich glaube, dass das halt nur im Automatch geschuldet ist. Also, wenn ihr wirklich jetzt hier mit ein bisschen skilligen Leuten spielt, zum Beispiel jetzt hier im Discord sind ja jetzt ganz gut immer unterwegs, da wird das halt niemals passieren. Ne? Also, Recon Car hat man eigentlich, also ich habe das eigentlich im AT früher nie als Start gesehen, nie. Man kann das ab und an bauen, hängt auch von der Map ein bisschen ab. Ich weiß nicht, muss immer leuchtet da oben. Aber im Grunde genommen ist Recon Car ein sehr schwacher Start. Man sieht es halt sehr, sehr selten bei höheren Skill-Levels. Aber im Automatch scheint das völlig OP bisher zu sein. Ich werde sicher auch mal ein Spiel damit verlieren, keine Frage. Aber es sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Eben auch ein Rifle-Spieler damit besiegt. Der hat sich mit den Kampfdistanzen nicht ausgekannt. Also beim Recon Car, wenn ihr euch erinnert. Wenn ihr es halt aufsetzt, dann pinnt halt die Leute, haben mehr Lebenspunkte. Dann kann kein Rifle einfach ranlaufen, was der eben versucht hatte. Dann die andere Geschichte ist, ihr dürft nicht auf Klos gehen, was alle mit dem Recon Car machen. Wenn er nicht auf Klos geht, also auf 20, 25 bis 30 Meter campt, dann trifft das MG halt besser. Und dann kann der Rifle eigentlich auch nichts machen, wenn er nicht in Deckung stand. Und wenn ihr diese Sachen ein bisschen beachtet aus den Tests, dann. Ach, genau. Da sagen die eben mal Barcode Map Happing, das ist offiziell die Meldung, kann man für gebannt werden. Ich habe noch nie gehört, dass sie einen gebannt haben. Und ich habe den Eindruck, dass das sehr toxisch ist, die Community, und dass keiner bestraft wird. Genau, also die Recon Car funktioniert auf jeden Fall relativ gut, ne? Darauf wollte ich hinaus. Zumal eben, wie gesagt, die meisten Leute zu früh aufgeben, also den ersten Sniper rausnimmt, spätestens am zweiten Sniper, Rage quit einer der beiden Spieler und dann ist das Spiel gewonnen. Also Automatch, ich meine, mein Ziel ist ja eh nicht im Automatch aufzuleveln, ist mir völlig egal. Aber wenn ihr Automatch gewinnen wollt, müsst ihr nur den Gegner in Ragequit zwingen. Und dass halt hier keine Strafen dafür gibt wie bei LOL, Ragequitten die halt alle unregelmäßig, ja. Ist echt nicht das Ziel dahinter. Aber klar, wenn ihr einen Sniper baut, müsst ihr den halt plattfahren im Early Game, bevor die Mine kommt, bevor die Pack kommt, bevor die Spieler halt mal zusammenspielen oder irgendwas, ne? Und da scheinen die im 2 gegen 2 zumindest sehr unfähig zu sein, darauf zu reagieren. Also, was der Dodus früher gemacht hat, wenn er mit Sniper begonnen hat, immer Doppel-MG vorgespielt, immer eine Panzerfalle selbst gebaut, immer eine Mine gelegt, immer mit dem Blob bewegt. Das muss einfach sein, wenn der Sniper kommt. Und das machen die hier halt nicht. Die denken sich, ich begegne einem Drei-Mann-Rennen und dann kann der Sniper den alleine besiegen. Aber das klappt, glaube ich, in der normalen Welt halt normal. Also, es klappt halt einfach nicht, ne? Das kann nicht klappen, weil so dumm ist ja keiner und lässt sich dann einfach snipen in Ruhe. So, aber das gesagt, passiert das natürlich. So, was ich jetzt hier versuche, wie gesagt, ich will das Recon Car jetzt exzessiv spielen und das bedeutet, ich mache Recon Car, ich mache mit Absicht Luftwaffe unabhängig von der Situation, damit ich eben auch die Reparaturtruppen bekomme früh für das Recon Car. Ich mache die Upgrades dafür und dann tagge ich halt entsprechend hoch, wie die Situation das eben gibt. In dem Spiel eben habe ich zum Beispiel zwei Vampire gebaut, Goliaths gespammt, dem Gegner die Ressourcen geklaut, weil ich wusste, welcher zuerst gekappt wurde. Und die haben ja immobil gespielt gehabt und dann habe ich die Ressourcen geklaut eben und habe gleichzeitig Goliaths gespammt mit deren Ressourcen. Ja, der Brite mich mit der Munde versorgt für. Das war sehr witzig, also er hat sicher nicht gelacht, aber das kommt alles aus dem T1. Das sind Sachen, die könnt ihr aber, glaube ich, nur im Automatch machen. Nichtsdestotrotz, wenn ich die jetzt hier im Automatch übe, dann kann ich die vielleicht auch situationsabhängig dann in echten Spielen anwenden. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ne? Also ich will jetzt nicht hier trollen oder irgendwas. Ich will wirklich als Übung nehme ich das, weil die KI könnte ja nicht üben, ne? Und von daher ist das hier, glaube ich, ganz gut. Und meine Mitspieler haben ja auch was von. Also bis jetzt haben wir alle Spiele gewonnen. Also ich tue jetzt meinen Teammate hier, den der random zugeordnet wird,
ja nicht reinreiten, weil ich trolle oder irgendwas. Es ist wirklich völlig OP derzeit, was ich da mache. Aber so lange halt nur, bis irgendwann mal ein Skill-Level auftaucht. Obwohl der eben sollte ein Pro-Smurf gewesen sein, hat mein Mitspieler gesagt. Weiß ich nicht, der ist mit dem Rifle halt in das Recon-Car gelaufen. Aber der meint mein Mitspieler, das ist ein Pro-Smurf, da soll ich aufpassen. Ja, keine Ahnung, was sie unter Pros verstehen hier. Ich weiß nicht, woran man sieht, dass jemand ein Pro-Smurf ist. So, wir haben jetzt eine Connection hier, aber irgendwie connectet der nicht, oder? Übrigens, wenn ihr Regencast machen wollt, ich glaube, da müsst ihr die Map ein bisschen danach aussuchen. Ich habe jetzt einfach alles angemacht, schneller ein Spiel zu finden und ich will es überall üben. Aber ich denke, je größer die Map ist, desto peger. Also immer mehr Gächen zum Beispiel. Wenn ihr damit einen Sektor-Lockdown macht, dann der kann halt ein Recon-Car, was sich aufgestellt hat, kann der nicht mit einem Rifle rausnehmen, das recht, wenn keine Deckung in dem Sektor ist. Da muss der eine halbe Armee schicken, um auf einen Recon-Car zu begegnen. Also was ich machen muss, ist wegfahren dann. Ne? Also je größer die Map ist, desto peger ist das, weil die eben auch mit 100% cappen, die Recons, und eben auch schneller zu den Sektoren kommen. Ne? Also von da müsstet ihr eigentlich alle kleinen Maps rausnehmen. Ja, das wäre so die Grundmessage. Also ich glaube zum Beispiel hier Rails and Metals könnte ein Problem sein dafür. Nicht, weil die vielleicht super klein ist, hängt davon ab, der einen Britta hat, aber weil die, ihr könnt halt die Geschwindigkeit der Recons nicht nutzen, weil es so viele Tunnel gibt. Ne? Da muss man nur eine Mine hinlegen, dass die ganze Recon-Strategie gekontert hat. Das ist sehr unangenehm. Also Rails würde ich zwar hier rausnehmen. Point to Hick hat eben hervorragend geklappt, nur weil die Gegner als SimCity spielen wollten. Aber ich denke halt gerade, also Nuclear ist super, ja, McGachens ist super. Die würde ich auf jeden Fall in der Rotation lassen. Lorraine hat ein Problem mit der Deckung. Die gehen nur ins Haus und dann gewinnen die Kämpfe gegen euer Recon. Es sei denn, ich finde eine schöne Ecke irgendwo am Bildschirmrand, wo er den hinstellt. Das muss ich aber noch testen, da habe ich noch nicht genau angeguckt. Aber dafür ist es ja auch da, um das zu finden mit der Zeit. So, ist die Connection wohl wieder weg? Jetzt warten wir auf die nächste. Ist aber wieder einen gefunden. Okay. Weiß nicht, ob das jetzt Barcounting mal jemanden war. Also man kann das ja nicht eindeutig erkennen, wie man Barcount oder Map hackt, aber letztens jemand mit unsichtbaren Ketten zielgerichtet darauf hingelaufen. Das war auf jeden Fall ein Map-Hacking. Ne? Also der stand am Bildschirmrand. Und Barcounting, naja, wenn immer dieselben Leute begegnet, die halt zusammenspielen, ja, zufälligerweise, dann lässt das auch auf Barcounting schließen. Wie oft spielt er mit demselben Mann immer zusammen, ja? Klar, ist nur eine kleine Community, von daher ist das doch durchaus möglich. Also nicht jedes Team, was ihr zweimal seht, ist Barcounting. Kinders, wird das mal was hier heute noch? Ich glaube immer noch, die könnten mit CH Geld machen. CH online quasi nochmal rausbringen, auch umsonst und dann eben mit Ingame-Shop, ne, Sachen verkaufen, vielleicht sogar Skins und so Zeugs. Aber das machen die, glaube ich, nur und ausschließlich nicht, weil die ja, es wird ja ihren CH2-Konkurrenz machen. Aber wenn wir CH2 verschrotten, deinstallieren und platthauen könnten, und ich sage ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, ich sage nur, wenn wir das halt machen könnten, dann könnten wir CH online rausbringen und meine Welt wäre gerettet. Da brauche ich keine Computerspiele mehr, keine anderen. Aber ja, das ist meine Traumwelt. Ja, der eine, der träumt vom Weltfrieden, der andere davon, dass wir Aliens finden. Und ich träume davon, dass wir CH2 plätten und CH online deswegen wieder rausbringen können. Wir können das auch parallel rausbringen, ich bin da flexibel. Ich will eigentlich nur CH online. Ich weiß, da gab es halt doch neben dem geilen Spiel, was ihr eh habt, gab es halt doch dieses vor dem Spiel, ne, dass ihr die Abilities gewählt habt. Also ihr habt dann mal den Tank Commander gewählt und habt eure eigene Doktrin quasi zusammengebastelt, ja. Das war halt richtig nice, ja. Wie soll der Feuersturm aussehen bei der Wehrmacht? Also soll der schneller kommen, soll der irgendwie mehr Bullets haben oder was das da war? Also, das war eine schöne Sache, da hat man viel rumexperimentiert. Und dazu halt die Helden und Upgrades für die Einheiten. So, Kinders, wie sieht das aus? Können wir mal hier vielleicht. All players have been found. Sieht nicht so aus. Ich habe übrigens beobachtet, dass, auch wenn das jetzt hier 50-50 fast ist, dass eigentlich fast immer mehr Achsenspieler als Alliiertenspieler da sind. Und die meisten Alliierten unbedingt Britte spielen wollen. Aber ich glaube, das erklärt auch, warum kein Alliierter spielen will, weil die Briten spielen wollen und das halt weniger Spaß macht aus meiner persönlichen Sicht. Aber das ist natürlich ein Vorteil, klar. So wird das jetzt mal was? Ja, schon spannend mit der Connection.
Seit es auf Steam ist, ist das da oben mal halt völlig broken, das Ding. Früher hat das halt wirklich langsam hochgetickt, in Abhängigkeit, wie die wirklich connected haben, glaube ich. Obwohl der da manchmal den NAT-Error hatte, den gibt es, glaube ich, jetzt hier nicht mehr. Oder der wird dann anders angezeigt. NAT-Error war witzig beim Connecten. Wir haben alle möglichen Voodoo-Zauber versucht, damals der Dodo und ich. Vom Computer neu starten, bis Updates laden, bis wann wir eben auf Start klicken bei RT, ja, vorher Chat gehen und wieder rausgehen aus dem Chat. Also wir haben, da gab es eine Menge Voodoo-Zauber-Dinger, die wahrscheinlich gar keinen Einfluss hatten, aber wir haben alles versucht, dass wir zocken konnten. Und ab und an hat es funktioniert, deswegen wir glaubten, dass der Voodoo-Zauber klappte. War aber wahrscheinlich eher, man muss oft genug versuchen, damit es klappte. So, also einer muss nur noch connecten, steht da angeblich, ne? So schwer kann das doch jetzt nicht sein. Der ist wieder weg. Wenn ich fange wieder von vorne an. Okay, wir machen das jetzt anders. So, jetzt habe ich neu gestartet. Die sind da 0 in der Queue. Verstehe. Ah, okay. Ja, 7 zu 3. Naja, bei so einer kleinen Community ist das sehr schwer, faire Spiele zu finden. Also, wir finden bei mir im Discord inzwischen mehr, als ob hier in dem Automatch sind. Und die Spiele sind da wahrscheinlich auch ein Stück fairer, weniger toxisch und vor allem ohne Barcounting, Map-Hacking und Co., würde ich mal unterstellen. Also, wenn ihr auch zocken wollt, macht nicht dieses Automatch da, dann kommt einfach in Discord. Da ist eigentlich immer so ab nachmittags, abends sind da jetzt inzwischen immer so 10 Mann unterwegs. Auch ne, auch wenn ihr nur gucken wollt, nicht spielen wollt, könnt ihr auch kommen. Hier sind verschiedene Livestreams, Discord-Livestreams, Twitch-Livestreams. Also da ist eine Menge los. Und je mehr kommen, desto, ne, wenn ihr so eine gewisse kritische Masse habt, kommen halt immer mehr. Das hält das halt am Leben, dass die Leute wissen, aha, wenn die da kommen, dann weiß ich, ich kann da immer wieder vorbeischauen und dann kommen noch mehr. Schneeball und so. So. Da sind jetzt 10 Mann. Das muss doch möglich sein, dass da ein Spiel gebaut wird. Ich glaube halt, dass das so ein Elo-System dahinter irgendwo ist, wo die jetzt einfach die matchen wollen, damit das fair ist. Das ist aber relativ schwierig, weil die wahrscheinlich Team-Elo zusammenrechnen und dann ein Team zuerst zusammenstellen und dann zwei dazu matchen suchen und dann noch die Reihenfolge haben, wer zuerst die Suche angemacht hat. Und wenn ihr dann nur 10 in der Suche habt, das Ewigkeiten damit dauert. Wenn ihr ein Lobby-Game aufmacht, die erste Frage, die immer kommt, mit random Leuten ist, kannst du auf Auslöschen stellen. Am geilsten ist das, wenn die halt dann, ne, viele Ressourcen auslöschen, Schelde oder so ein Stuss. Die Fragen kommen immer wieder. Und dann natürlich am besten in 3 gegen 3 oder 4 gegen 4, dann sieht man halt nicht immer selber Mist baut, dann kann man es auf einen Mitspieler schieben. Da sind ja 14 Leute in der Suche. Das ist so ein bisschen wie das Wargame-Problem oder alle Multiplayer-Probleme, wo die halt eine wenig Community haben. Es sind einfach, wenn in Automatch zu wenig Leute drin sind, dann ist die Suche unangenehm und das führt dazu, dass noch weniger Leute ins Automatch gehen. Die Lösung ist halt, gewisse Game-Modes einfach zu streichen aus der Liste. Also bei CO Online gab es ja, glaube ich, nur Automatch, ne? Und da sind da alle reingegangen, wurden in jeder Kombination gemischt. War sicher nicht immer fair, aber dann konnte man zocken, immer ohne Probleme. Also bei Dragons ja, das ist auch das Problem. Lobby-Games sind alle unfair, man ist eine Stunde im Lobby-Simulator und dann ist das Game immer noch scheiße, wenn man eins gefunden hat. Und also ne, von der Spielerfairness. Und Automatch ist ja absolut tot. Schon bei Release war das ja tot bei Wargame. Und die Lösung ist halt einfach, ich glaube bei Steel Division haben sie das gemacht, die Lösung ist ja dann so ein Automatch für alle reinzupacken. Und nicht nur halt so ein Ranked 1 gegen 1 Automatch. Die Leute wollen alle 4 gegen 4 spielen oder 5 gegen 5 oder je größer, desto besser. Ne? Und die 10 gegen 10 Server bei Wargame, die haben einfach die Community. Ich würde mal vermuten, dass 2 Drittel der Spieler eben diese Spiele reingehen. Vielleicht haben die ja auch Spaß dabei, will ja keinem was, aber alle, die das halt nicht mögen, ja, und ich mag das zum Beispiel nicht, denen fehlt dadurch die Community. Ich bin Automatch-Freund, das noch am besten. Also LOL zeigt das ja sehr eindrucksvoll. Kinders, was ist das hier heute mit der Connection? Das ist doch albern. Versteht das nicht? Ich tue schon gar keine mehr deselecten hier. Aha. All players have been found. Ist ja ein gutes Indiz.
Manchmal glaube ich, man muss auf den Desktop gehen und nebenbei YouTube-Videos schauen, damit das funktioniert, damit man immer zu spät ins Spiel reinkommt, weil aus irgendeinem Grund bei mir kein Ping im Hintergrund dann kommt, habe ich jetzt gemerkt. Das sieht so aus, als ob es wieder nicht klappen würde, ne? Ist auf jeden Fall spannender als die letzten drei Spiele, die ich gemacht habe. Das sieht nicht so aus, als ob es klappen würde. Ich pausiere das mal für euch so lange. So, ich bin noch in der Suche. Das wird noch ein Jahr dauern, aber Moment, ich gucke gerade. Genau. Ich habe was anderes gefunden in der Zeit hier vorne. Und zwar hier vorne hat jemand so Dioramas von Star Wars. Die sehen alle ziemlich gut aus. Ja. Und die richtig guten waren noch davor. Also sind aber eigentlich alle gut. Vor allem mit den Laserstrahlen. Genau, das und das, so jeder Dude. Am Schluss sieht man ihn mal ganz schön. Ab ins Bücherregal mit ihm. Das leuchtet halt wirklich, ne? Das ist nicht irgendwie nachträglich animiert. Der hat halt so einen Energiestreifen, oder wie nennt man das da drin? Irgendwas, was halt das zum Glühen bringt, ja? Das ist halt richtig Hammer. Sucht noch. Genau, hier, das sieht auch nice aus. Guck mal alle, wie das da oben brennt im TIE Fighter, der angeschossen wird. Also der absolute Hammer vom Aussehen, ne? Der zeigt auch, wie er es zusammenbaut. Oder hier den Todesstern. Ist das der Todesstern? Ja, genau. Immer noch einen anderen Kampf. Also das sieht halt super geil aus, wie das da einschlägt und brennt, ne? Richtig, richtig nice. Aber wir hatten auch noch einen Todesstern irgendwo. Ich habe halt erst gedacht, warum leuchtet das so da oben? Hat er da irgendwas gemacht? Aber. Das ist halt, ne? Also tatsächlich soll das übrigens anders leuchten. Also man sieht es hier nicht, aber er hat das, glaube ich, im Video beschrieben. Tatsächlich soll das halt links da aufgeladen sein. Also da gibt es noch so Streifen, dass so kleine Streifen da oben hingehen, damit die halt, ne, den dicken Streifen machen, wie das halt im Film auch war. Aber die hätte wohl nicht connected bekommen in dem Video da gesagt. Deswegen sieht das nämlich so ein bisschen unnatürlich für einen Todesstern aus. Aber dennoch so ein kleiner Todesstern auf dem Schreibtisch, ja, das schafft die richtige Stimmung fürs Gaming, oder? Also diese Dioramas finde ich richtig klasse, vor allem, weil die halt jetzt auch noch leuchten so dabei und das ein bisschen lebendiger machen, das Ganze. Ja, mir pinkt das nie, wenn ich da ins Spiel gucke. Also nebenbei Dioramas gucken ist halt genau das Richtige. Das sind halt schöne, schöne Szenen. Ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich mir auch mal so welche Dinger besorgen soll. Also bauen könnte ich überhaupt nicht, würde ich Amok laufen. Aber ich mag halt Dioramas, ich mag das einfach. Es ist halt wie ein Bild an die Wand hängen. Aber, ne, geil. Einfach nur geil. Das Problem ist halt, ihr müsst ja auch Staub wischen, ja. Und wenn ihr dann irgendwie einen Monat drauf geguckt habt, werden die vielleicht auch langweilig danach. Aber so eine Diorama-Sammlung, so ein eigenes kleines Museum in den Keller dazu packen, ich glaube, dass das echt witzig wäre. Was ist hier? Ja, also ob das jetzt, ne, Star Wars ist, Zweiter Weltkrieg oder was auch immer, ist mir eigentlich völlig egal. Und gerade wenn das halt so ein bisschen animiert noch ist, dass es hier leuchtet, ist halt nochmal so ein Extra, ne? Nice. Wer macht? Ich denke dann immer, wenn ich sowas sehe, ich will damit spielen, ne? Also irgendwie, meinetwegen, irgend so ein bisschen Strategiespiel oder so machen, irgendwas. Aber zum Angucken ist auch nur schön, also richtig herrlich, wie ein Bild an die Wand hängen. Also statt so eine Skulptur oder irgendwas mir auf dem Schreibtisch zu stellen, würde ich das, glaube ich, lieber machen. Immer noch eine Suche. Ja, ich pausiere das wieder für euch. So, jetzt nicht paniken, das Spiel geht gleich los. Ich war noch nebenbei auf dem Desktop. Ich hoffe, ich habe ein Bild. Nicht paniken, nicht paniken. Nein! Okay. So, ist ein Bild. So, 110% Wahrscheinlichkeit, dass einer AFK ist und 200% Wahrscheinlichkeit, dass die WSC Start machen. Alles klar, der läuft da vorne hin. Die Frage ist halt nur, ob ich das jetzt mit dem ersten oder mit dem zweiten Grennen bauen soll, das WSC-Start. Weil da unten im Pio hinläuft, brauche ich den ersten Grennen unten. Von da bin ich dann noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe die Erfahrung, dass tatsächlich der erste auf einer großen Map gut sein kann, der zweite aber in den meisten Fällen besser ist. Und dann gehe ich jetzt mit dem ersten wirklich hier runter, um das zu supporten. Und der zweite Grennen, ich vergesse noch zu bauen, weil ich Noob bin, der baut dann das T1 mit dem Recon Car. Das wird die Strategie. Das passt von der Manpower einfach besser. Aber wie gesagt, das hätten wir auch anders machen können. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht einfach irgendwo hin. Ja, lieber noch, wie ich war, WSC-Start. Die Frage ist halt nur, wie früh der Sniper kommt und ob ich direkt in den rein donnern darf.
In der Regel sollte man nie einen ersten Sniper machen und als zweiter auch nie. Genau wie man nie einen Mortar machen darf. Als erste oder zweite Einheit. Obwohl in der zweiten könnte man argumentieren, es geht in manchen Fällen. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin, den Pio vorjagen. Also falls er überhaupt kommt, man weiß das ja natürlich nie. Da ist er. Man muss halt aufpassen, wenn er mit Sniper startet, dass man nicht direkt einen Mann verliert. Und wenn der Pio Nahkampf geht, verliert man ebenfalls, da muss man ebenfalls aufpassen. Genau, aber er läuft jetzt weg. Also wenn er angelaufen wäre, hätte ich weggehen müssen. Aber der hat keine Ahnung vom Spiel, sehr schön. Ich will gar nicht kappen, ich gehe jetzt einfach hier die Leute suchen. So, da müssen wir noch unsichtbar für ihn sein. Naja, das ist noch kein Rifle auf dem Feld, ne? Das ist wahrscheinlich ein WSC-Start. Ah, das ist erst ein Rifle, okay. Dann vergisst wahrscheinlich. Ja, komm ein Stück näher über die rote Deckung, an die grüne Deckung. Mann tot, zweiter Mann tot. Das können wir den ganzen Tag so treiben, gewonnen. Also, ich weiß nicht, was der da versucht hat, ja. So macht man das eigentlich nicht, muss man sagen. Ja, ich hole mir erstmal den Punkt, weil er gerade runter ist, und dann holen wir den zurück. Also eine witzige Runde auf jeden Fall. Ja, beide haben Rifle-Start gemacht, das ist ja ungewöhnlich. Hätten wir C-Start erwartet. Dann wären die, also wie gesagt, alle Spiele bisher ohne Ausnahme war halt, dass mindestens einer, wenn nicht sogar beide WC gehen. Aber offensichtlich nicht. Ja, er hat oben leider einen Kampf verloren, dann bleibe ich doch hier stehen. Ich will ihn eigentlich nur, solange das Ding unterwegs ist, machen. Und jetzt überlege ich halt, statt einen OP zu spielen, den zu verwenden, um halt den Pin zu bekommen, hier die Kämpfe halt zu gewinnen. Wenn die hier rüber gehen, werden die halt gepinnt alle. Ja, die haben ja beide Rifle. Ah, okay, da kommt er. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr rechtzeitig. Ich kann ihn halt nur aufstellen, wenn der Sektor mir gehört. Das ist halt das Hauptproblem, ne? Als vor mir ins Haus geschafft, weil ich ein Noob bin. Trotzdem schon einen getötet. So. Wir stellen uns trotzdem mal da oben auf, weil er muss ja hier rüber gehen und da ist wenig Deckung. Nur wenn er hier diese Deckung rangeht, habe ich ein Problem, ne? Pin mal hier vorne den. Das ist halt ein bisschen viel gerade, was da kütt. Das ist zu viel. Sind halt zwei Spieler gerade, ne? Und da muss ich jetzt gucken, dass der im Leben bleibt. Wahrscheinlich auch nicht so ganz sauber gespielt. Von mir. So, du gehst das blocken, bitte. Setz dich hier hin, wenn du ein Leben hast. Und du gehst aggressiv da rein. Wir haben auch schon mal den Mund, dann kann das auch nicht kappen und alles. So, und jetzt hoffen wir halt auf den Pin. Jetzt will ich halt, dass der ein bisschen das tankt. Wobei, das machen wir jetzt erstmal weg. So, jetzt haben wir noch den dritten hier. Und dann gehen wir, glaube ich, auch auf die Hochtecken. Genau. Ich wollte eigentlich jetzt, das ist vielleicht zu riskant. Wir haben halt zu wenig Feuerkraft, muss man sagen. Jetzt habe ich sogar das Upgrade verloren. Ja, wir haben halt zu wenig Feuerkraft. Die sind halt beide in der Mitte hier und wir verlieren halt einen nach der anderen wohl, ne? Weil die hier Focus Fire machen. Witzig da oben. Genau, jetzt repariert er ja das, aber ich glaube, dass das keine gute Idee ist. Also eigentlich ist es ein Fight, den wir nicht mehr gewinnen können. Wichtig ist halt, dass wir die Map noch haben. Ich wollte die eigentlich wegdrücken. Das hat jetzt auch nicht funktioniert. Ja, weg. Ist ja gut, ich bin ja schon weg. So, ich packe mir jetzt einfach hier. Dann haben wir schon mal zumindest noch ein Mund-OP. Und jetzt will ich das nächste. Oh, das läuft miserabel. Ja, aber das halt, weil wir ne, immer 2 gegen 1 gekämpft haben. Also 1 gegen 2. Das haben wir natürlich auch hardcore beschissen gespielt, muss man sagen. Ne? Ja, es geht mein nächstes Down. Es ist die ganze Armee futsch. Ei, 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 ja. Also, es waren wir beide schon, mit Sicherheit beide, ne? Wir hätten halt zusammen uns aufstellen müssen. Jetzt haben wir halt alle Einheiten verloren. Also, ich zumindest. Na gut, ist aber, glaube ich, egal, weil ich kann auch einfach hier der Armut-Cars jetzt bauen. Also, egal ist das falsche Wort, aber das war natürlich jetzt unnötig teuer. Und ich habe die Einheit vergessen zu steuern. Ah, ich hätte sogar noch ein Rennen, ja. Also, es ist wahrscheinlich 90% meine Schuld gewesen. So, der hat jetzt hier Bar gemacht. Okay.
Den möchte ich jetzt nur ungern verlieren, immer in Deckung fahren. Jetzt nicht Wett an den Gegner unbedingt geben. So. Mir geht es hier unten eigentlich nur darum, den aufzuhalten ein bisschen. Genau, es klappt da das halt nicht. Ne? Und ich bin ja hier Deckung eher nicht. Und da mache ich den Fight noch ein bisschen länger. Wenn das Armored Car kommt, können wir noch zurückkommen. Plus das Scout Car, der hat Rücksfeuer angemacht, echt. Und wenn das Scout Car kommt, dann geht es halt weiter entsprechend. So, ich fahre jetzt einfach mal hoch. Nebenbei kappen. Ah, der ist am Kappen da. Kehr. Woraus soll ich denn kehren? Aus dem Feger oder was? Keine Ahnung, was der möchte von mir. So, das, kann, das ist das Scout-Car, ne? Aber ich kann damit halt kappen gehen und OP spielen. Kann durchaus sein, dass der gleich eine Sticky hat. So, der muss jetzt näher ranlaufen, weil der mich ja pinnt offensichtlich. Also ich bin dann in der Deckung und er nicht und der ist jetzt tot. Ich gehe da jetzt sicher nicht weg, du Otto. Völliger Blödsinn. So, in den Lauf stellen. Gucken wir mal, ob wir den Vogt kriegen. Wahrscheinlich nicht. So, ich muss jetzt trotzdem wieder in die Basis. Was ist mit den Armored Car? Sind die schon auf der Map? So. Ah, das ist ja. Genau, das ist eigentlich das Armored Car. Ich weiß nicht, warum er da unbedingt ohne Upgrades hier kämpfen will. Also mit denen kann er da nicht reinlaufen, mit den Upgrades. Ja? Und die Gegner haben beide bar gemacht. Also, das macht irgendwie keinen Sinn, was er da anstellt. So, jetzt gucken wir mal, wenn mir hinterher fährt. Hoffe ich, kriege jetzt keine Sticky mit der scheiße Micro. Das Re. Oh Gott! Geil, kann ich nicht überreden, weil ich hier spiele. Aber so wie ich jetzt hier stehe, tut der halt die Leute pinnen und tanken und der macht den Schaden von hier hinten. Aber sehr wahrscheinlich nicht unhilfreich, wenn ich anfangen würde, nicht scheiße zu spielen. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Der hat einen Heal. So. Ja, jetzt habe ich das nicht gemicrodet und das Armored Car umsonst verloren. Also ihr könnt die Kämpfe, wenn die keine Deckung haben, haushoch gewinnen. Einfach dadurch, dass ihr eben die bewegt, die Einheiten, ne? Immer die kitet. Was Schlimmste, was ihr machen könnt, ist halt, was wir seit Spielminute 1 machen, oder ich zumindest, immer in Unterzahl zu kämpfen. Ne? Weil eigentlich hätte ich jeden einzelnen Kampf haushoch gewonnen, hätte ich nicht in Unterzahl gekämpft. Und jetzt fahre ich natürlich auf Sticky Range ran. Weil wenn, muss man das richtig scheiße machen. Nee, ich kehre nicht mehr. Tu deinen eigenen Dings clearen. Also ich bin da beide bar gegangen und er hat halt jetzt hier AT. So. Kehr, sagt er jetzt gleich wieder. Ich habe oben meinen Ketten verloren. Ja. Nachdem ich halt jetzt eine halbe Stunde in der Suche war, ist meine Motivation auch nicht mehr ganz so hoch. Aber wir kriegen das doch irgendwie hin. So, jetzt gucken wir mal gerade. So, jetzt machen wir nochmal ein Ding hier fürs Upgrade, weil es Spaß macht. Und ich brauche halt eine Reparatur, ne? So, es ist halt Blob gegen Blob. Wir sind also hier auf den höchsten Skill überhaupt. Aber ich, wie gesagt, ich bin halt verantwortlich dafür, dass wir gerade verlieren. Von daher ist es auch schwer, dem Gegner dann einen Vorwurf zu machen. So. Fallschirmjäger. Wir müssen also nur das Late Game gehen, haben automatisch gewonnen. Ganz simpel. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den fucken. Ping den das mal. Aber dann kriegt, wenn dem Block vorbeiläuft, müsste es eigentlich ein Easy Fuck werden. Ja, sehr schön. Wichtig ist halt, dass mein Mitspieler nicht Rage quittet, wenn es irgend geht, ne? Das wäre so mein Ziel im Moment. Ich verwechsel die beiden Autos immer. Das ist auch ein Armored-Car. Sehr gut. Den müssen wir halt kappen. Das wäre ganz wichtig. Ich habe jetzt genug Ressourcen, um einfach auf Panther hochzutecken. Ich denke, dass sie das halt verzögern. Von daher mache ich jetzt einfach nochmal ein Armored-Car. Wir tun einfach den Blob jetzt hart von ihm besiegen. Und ich spiele dann OP und dann, ja, dann eben Armored-Car nachher. Also sind ja beide bar gegangen, ne? Das war halt ein massiver Fehler von denen. Auch wenn wir hart AT wohl gespielt haben dazu, aber hey. Gucken wir mal, ob ich den Wett 1 noch kriege. Die sind nicht so aus den Minen machen würden. Ja, das ist mir das aber jetzt wert. Ich muss nur einen Schuss auf den Wett 1 abgeben. An das MG vorbei. Ist halt ein Wett 1 Rifle, ne? Und Fuck. Jetzt gucke ich, ob ich hier noch schnell einen Fuck an den Pio schaffe, weil ich eh sterbe. Aber das ist ein Wett-1-Tausch, das glaube ich sehr gut. Ne? Die Fahrzeuge verlieren eher in ihrer Bedeutung. So. Reparatur? Nee. Ja, sieht doch gut aus. Jetzt muss ich meinen OP noch finden. Da steht es, AFK. Sehr gut. Ich gehe das mal gerade in der Mitte kappen. So, ich mache noch ein Armored-Car, mal drei Stück. So, Auto-Match laufen halt witzig. Ja, ich stelle die einfach alle hier, falls er nochmal reinkommt.
Soll schon mal ein bisschen harassen gehen. Alles wieder runtergefahren. Okay. Dann machen wir jetzt mal den hier oben platt. So, ich will eigentlich nur zum Kappen ein bisschen Zeit erkaufen. Da kommt der Blob leider von unten jetzt. An die Deckung ran. Unterdrückungsfeuer auf den guten Mann. Wolltest du gerade eine Granate ziehen? Ja. Diesmal vielleicht mit Micro. Dann müssten wir das auch gewinnen. Ja, ich wollte ja Luftwaffe dazu spielen, das habe ich nämlich immer vergessen, um dann jetzt hier schnell die Reparaturcrew zu machen. Das ist, wenn man kitet, ne? Dann kommen die halt nicht an einen ran, in aller Regel. Jetzt habe ich zu spät gekitet, weil ich ein Noob bin. Okay. So, jetzt ist er auf der Flucht, der Blob, dann töten wir jetzt noch ein paar davon. Und ich glaube, jetzt haben wir halt die gesamte Armee von dem eingesackt. Da ist die Pack, gucken wir mal, was wir auch noch bekommen. Jetzt ganz schnell aus der Sicht rausfahren. Fast schnell. Ja, ich muss die mal reparieren, die Dudes hier hinten. So. Ich müsste auch mal kappen nebenbei. So, jetzt haben wir auch Reparatur. Ja, die bringen nichts. Obwohl, die können trotzdem schießen, ne? Die können ja den Gegner beschädigen. Der kann leider nicht kappen. Und ich habe eben meinen Recon verloren. Also, sagen wir so, ich habe jetzt, glaube ich, 3 Recon-Cars verloren. Die hätten die ganze Map kappen können und OP spielen können. Dann wäre das Spiel jetzt gewonnen, ne? Also, das ist, wie sich ja sehr unschön gemacht. Das hätte auf jeden Fall besser laufen sollen. So, eine Mine gefunden. Sehr gut. Die Pack brauchen wir nicht. Wir haben AT. Jetzt wird repariert. So, jetzt geht da oben mal wegen dem Heal hin. Ach, eigentlich brauche ich jetzt den Dings-Tag. Ah, machen wir erstmal hier vorne. Backline kappen und dann kappen wir das und den Siegpunkt und das und das. Aber Late Game haben sie eh nicht und da brauchen die keinen Treibstoff. Ist eigentlich egal, ob wir den haben. Und nicht hochlaufen, jetzt machen wir das mal zur Abwechslung richtig. Und dann gehen wir auf den Panther-Attack und dann ist das Spiel gewonnen. So, musst du Reparatur? Nee. Und ich will eigentlich immer noch ein OP spielen, da keine Manpower mehr. Genau. Hilft ja auch beim Kappen, ne? Was jetzt ungewöhnlich ist, ist, dass keiner die Mitte kappt. Okay, dann mache ich das halt erstmal. Das ist mir jetzt ein bisschen wichtiger als die Reparatur. Da kommt der Blob. Das wird jetzt witzig. Nur ein bisschen auf den Pack von rechts aufpassen. Zu nah rangefahren. Muss halt jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist eine Pack, die abwirft? Fragezeichen. Ich weiß nicht mehr, wer von den beiden der Airborne-Spieler ist. Er ist komplett runter. Sehr gut, dann fahre ich jetzt mal hinterher. Oh. Nicht an die Sticky-Reichweite ran. Sehr schön. Ja, man kriegt ja nicht viel abgeknallt, aber ein bisschen was geht immer tot. So, jetzt fahren wir einfach mal runter kurz. Auch hier mal kurz aushelfen. Also die haben halt beide Early Push gespielt. Sehr hart Early Push, ne? Und lassen wir die Munden wegmachen für den Airborne. Und das Problem ist nur, dass die halt einen Wettbewerb mit Kappen jetzt machen und nicht pushen mit den Einheiten, ne? Und das ist halt nicht so stark. So, Airborne war hier unten. Einfach mal ein bisschen Screening-Schirm aufbauen, wegen der Pack, die jetzt da hinten steht. Also ich hätte auf jeden Fall eine Pack stehen, wenn ich eher wäre. Ah, hier ist mein Upgrade-Dingy. Sehr gut. Ja, dann gucken wir mal, ob da eine Pack ist und dann donner ich da rein. Lass mal, oh, nicht da reinlaufen. Das ist ein Flammenwerfer. Ich will nur wissen, ob da eine Pack ist. Da muss eigentlich eine Pack sein da hinten. Panther-Tech. Ist nur ein Airborne. Okay, wenn das nur ein Airborne ist, ich sehe jetzt keine Pack.
Also ich kann ja immer noch eine Ecke irgendwo stehen, aber solange das halt nicht sicher ist, versuchen wir einfach mal unser Glück. Das ist eine ganz komische Runde. Blob gegen Blob. Ich darf mich ja nicht beschweren, wie ich spiele, aber ja, Blob gegen Blob ist auf jeden Fall irgendwie ganz komisch. Da nochmal Kills versucht. Habe ich jetzt 5 Armored Cars in der Runde gebaut? Darf mir ja keiner erzählen, ne? So. Ja, ich habe mir eine Einheit vergessen zu steuern. Sehr gut. Mine, aber was weg ist, ist weg. So. Kurz einen Heal da oben holen, ein bisschen und dann Reparatur. Ich könnte jetzt falsche Mega machen, Überraschungsschlag. Ich will aber keinen holen. Ich mache nur wegen diesem, damit ich Dings da gleich machen kann. Bin immer noch am Kappen da oben. Er hat verbrannte Erde auf. Warum hast du denn verbrannte Erde da oben gemacht? Einfach weil er einen Knopf hatte, der klicken konnte, glaube ich. Oh, scheiße. Weil ich war ja gerade die Map am Kappen und hätte die mit den Einheiten hochgehen müssen, hätte ich mit dem Armored Car jeden gefuckt, der da hingeht. Ne? Und von da war das ein Hardcore-Eigentor, da jetzt das da oben zu machen. Weil hier unten ist gleich die Pack, da können die Armored Cars nur noch defensiv arbeiten. Wenn der da oben Kappen geht, kann ich die alle fucken gehen. Ja? Der Zug ist halt jetzt quasi fast abgelaufen. Ja, fahr mal weg. Aber das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich muss jetzt erstmal reparieren. Oh, ich kriege auch einen Fuck, wenn ich aufpasse. Ja, ich fahre jetzt trotzdem gleich mal hoch, wenn das mit den Motorschäden geklärt ist. Und wirft er eigentlich keine Pack dazu ab? Ich verstehe den nicht. Bleib einfach mal stehen. Ist wahrscheinlich besser, nicht da rein zu donnern. Jetzt will ich den wieder beim Micro heute Morgen. Geil. Da war, glaube ich, aber gerade auch ein Packschuss. Ne? Ich war aber ein Stück weiter zurück, was sie näher kommen wollen. Aber das darfst du keinem erzählen mit dem Micro. Keinem erzählen. Okay, ich gehe jetzt hier oben mal die Armee fucken und dann kappe ich das nebenbei wieder zurück. Ui. Hast du geholt? Hat er auch verbrannt? Klar, ne? Ich habe halt Weaken Kai. Ich habe gesagt, ich hier eins bin, der verbrennt erstmal alles fleißig. Ah, da oben ist ein Sniper. Ja, klar, wir haben nur Fahrzeuge. Lass doch mal einen Sniper holen. Kein Problem, das können wir gerne machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Panther gehen soll. Ich bin ja eigentlich schon am Tacken, aber dann muss ich das Gebäude noch bauen. Ich glaube, ich verzichte da einfach drauf. Und jetzt mit Vollspeed hinterher die gesamte Armee. Ich will den Sniper und die ganze Armee. So. Ich ping den das mal, ob er was hat. Ich riskiere jetzt einfach mal alles, was ich habe. Also mal gucken, wie du rauskommst in einem Stück. Ich hätte halt gehofft, dass ich den Sniper erwische. Ja, das hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Ich habe den Sniper halt null Schaden gemacht. Da stand halt irgendwie zu dem Zeitpunkt auch eine Pack. Na gut. Sprechen wir nicht über das Spiel, es läuft nicht so optimal. So, den wollte ich eigentlich da oben für die Reparatur haben. Ja, ja, lass erstmal einen am Leben halten. Das ist halt ein ganz starker Schneeballeffekt. Ah, ich habe hier unten übrigens wieder meinen Recon verloren, oder? Ja, ist halt ein starker Schneeballeffekt ab einem gewissen Punkt, ne? Okay, lass mal gucken, dass wir die Einheiten jetzt vielleicht am Leben erhalten. Also ihr braucht halt einen gewissen Knubbel und dann müsst ihr auch minimal 2 Gruppen machen, damit das klappt. Aber das ist ja der Vorteil von Automatch. Da kann man halt ein bisschen Spaß haben. So, ich brauche eigentlich gar keine Ressourcen, ich muss nur anfangen, Einheiten zu bauen. Ja, jetzt werfen wir ein paar Minen ab und ne, ich kann das halt jetzt ein paar wiederholen, machen Mun-OP dafür. Ich hoffe, der verbrennt das jetzt nicht auch. Macht halt keinen Sinn, alles zu verbrennen. Erst recht, wenn wir das halt erobern könnten. Das war eine Brandfalle. Da brennt es gleich richtig an dem Ding. Okay, du stehst jetzt da. Okay, alles okay. Ich habe alles gefunkt bekommen, da lebt nichts mehr. Ich habe alle Infanteristen weg. Okay, ja, dann machen wir jetzt einfach falscher Jäger. Ist ja gut zum Lernen. Oh, das war, glaube ich, ein Fehler, den er jetzt zu holen. Ich wollte mich da verstecken und Überraschungsschlag machen. Aber wir verstecken sich ja automatisch. Aber wenn er in dem Blob auftaucht, geht das nicht ganz so optimal. So. Stell mich jetzt einfach da auf und fertig.
Er hat ja gleich einen Sniper da oben. Da ist eine Mine. Hinten steht der Sniper, da wollte ich also nicht kämpfen. Wo will der hin? Weil wir die Minenfelder ablaufen, okay. Ich muss irgendwelche Einheiten bauen, glaube ich. Da, Panzer 4 gegen Infanterieblock. Das glaube ich ganz gut, das weiß sogar ich noch. So, jetzt gehen wir mal gerade den Sniper holen, der auf dem Weg hier runter ist mit Sicherheit. Ah, sehr schön, die Reparatur. Ah, da ist ja noch ein Kampf am Laufen. Ich habe gedacht, die werden alle im Rückzug. Oh, ich will nicht mehr. Mein Lebenswille ist weg. So, wo ist der Sniper? Warum schießt der nicht? Ups. Ei, ei, alles ei. Ja, gleich Panzer 4. Das Ding ist, ihr braucht nur die kritische Masse, um die kritische Masse kaputt zu machen. Das ist alles, was man machen muss, um das Spiel zu gewinnen. Ah, der Mitspieler macht nicht mit, das hilft auf jeden Fall. Hat er oben wieder repariert? Ich habe das Gefühl, ich müsste Einheiten bauen. Gehen wir mal hier einen Siegpunkt sammeln. So, ein bisschen feuern hier. Mein Mitspieler hat nochmal Panther geholt. Ist wahrscheinlich notwendig, so wie ich spiele. Dann mache ich die Reparaturcrew. Und da ist der Sniper. Die Panther können ihn halt töten, wenn ich ihn aufdecke, ne? Das war so eine Panther-Geschichte. Können sie gerne die Ressourcen unten kappen. Ich brauche nur die Mund. Genau, so wie machen wir das jetzt hier? Ah, ein Panzer 4 ist auf dem Feld. Sehr gut. Na, die Panther können ihn halt snipen, wenn er sichtbar ist, weil die sind richtig gut im Sniper-Snipen. Und ich decke die ja auch für ihn, deswegen pinge ich das vielleicht nochmal, dass da der Sniper ist. Ich kann ihm das halt immer wieder aufdecken. Ich kann auch einfach, mehr kann ich nicht, Minen auf den raufschmeißen. Weiß nicht, was der da versucht. Es kommen M10s. Ich kann da nicht reinfahren, weil dann M10 kommt. Ich kann nur den Infanterieblock ein bisschen auf Distanz halten. Ah, der ist aber gerade da oben unterwegs. Sehr gut. Ja, vielleicht mal auf Doppelpanther. Ich weiß noch nicht genau. Ich mache einfach mal was Neues hier. Machen wir mal so ein Ding hier. So, ich tue jetzt einfach mal die Pack töten damit. Das müsste eigentlich gehen. Auf die Pack bitte. Auf die Pack, bitte. Ich habe, glaube ich, noch Infanteristen irgendwo. Das wird eine Sticky. Ja, kann man kiten. Passt. Ja, der dreht jetzt die Pack. Ich muss da rausfahren. Okay. Ist kurz. Ich habe das Gefühl, ich müsste meinem Mitspieler irgendwie helfen, mal zur Abwechslung. Genau, da zum Beispiel. Ah, ich habe zwei Fallschirmjäger. Mit denen kann man eigentlich ein paar Einheiten fucken, wenn man ein bisschen aufpasst. Was ist das, ein Recon Run? Hummel? Mitspieler ist der Einzige, der hier spielt von uns beiden, wenn er mich fragt. Aber ich versuche das jetzt zu supporten. Ich halte ja noch die Mitte tapfer. Hat jemand meinen Panzer gesehen? Da, okay. Ich habe ein bisschen Angst vor dem M10. So, ich habe jetzt auf jeden Fall hier Infanteristen und den Panzer 4, also Hard Anti-Infanterie. Da kann man, glaube ich, schon zwei, drei Sachen mitmachen. Und spiele jetzt einfach OPs für uns, weil ich nur noch Support bin, so wie ich spiele. Und mache am besten noch ein Reparaturteam, damit mein Mitspieler einfach die ganze Zeit reparierte Panzer hat. Das ist der Einzige, der kämpft. Von daher versuche ich das zu supporten entsprechend. Der ist Wert 2. War ich da schuld? Oh, Waffen. Die können leider gar nicht mehr aufsammeln. So, falls die M10s kommen. Ich warte jetzt erstmal, was Gefährliches kommt. Solange fighten wir einfach hier unter den Bedingungen.
Lalala. Okay, der ist jetzt ein bisschen aggressiv rein vielleicht gegangen. Und jetzt fahren wir da rein. Also Airborne sind halt auch sehr teuer, muss man sagen, ne? Auf beiden Seiten. Und Fuck. Das ist halt kein Duell, was er kämpfen möchte, ganz ehrlich. Sieht dann das Sigi von hinten aus, das ignoriere ich einfach mal. So, die haben einen Ranger geholt. Ich habe schon gedacht, das wird knapp, das Spiel. Ich habe immer noch irgendwie Ressourcen über. Lass doch nochmal einen Panzer 4 bauen. Ich mache jetzt den Panzer 4 AW. So, vielleicht benutze ich auch mal die Soldaten. 12 Kills gemacht. Alles teure Infanteristen wahrscheinlich. Genau, vielleicht benutze ich mal die Repair-Crew, die ich gerade geholt habe. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und tue die falschen Mega weiter ausbilden mit einem Heal hier. So, lass mal was mitmachen. Die haben mein Ding kaputt gemacht in der Mitte. Okay. Was bist du? Scout Car. Weiß noch nicht, ob ich das habe, aber es ist jetzt eigentlich super sinnvoll. Ja, lass mal nochmal hier kappen, oben an der Pack. Und dann kappt er jetzt alles. Dann kann ich ja hier so einen Sektor-Lockdown machen. Also, die haben halt hart auf Early Game immer noch gesetzt und ne, wir sind schon fast im Late Game. Ich glaube, dass wir das hart gewinnen. Das aber er hätte Defense, glaube ich, ausgeben müssen. Das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. So, jetzt machen wir mal hier alles wieder ganz. Ich hatte auch einen zweiten Trupp gebaut. Der ist gerade am Reparieren, ne, in der Basis. Genau. So. Kurz den Heal abholen. Ich muss die halt einfach nur überraschungsschlagmäßig irgendwo verstecken. Also, wenn ich die hier hinstelle und der Gegner da reinläuft, dann fucke ich halt alles, was da reinläuft, in der Sekunde mit zwei von denen. Ne? Das wäre so ein bisschen die Idee. So, nächster Reparaturtrupp. Ist jetzt wieder vollständig. Die reparieren halt dreimal so schnell wie ein normaler Trupp, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn ich zwei davon auf dem Feld habe, entspricht das halt einer gigantischen Reparaturtruppe. Ne? Ich meine wirklich gigantisch. Wir brauchen halt ein bisschen Munn. Ich will erstmal kappen, aber Mono-P kann man ja dann auch noch spielen gleich. Okay, dann geh du mal gerade das Kappen nebenbei und dann tust du dich in Deckung mitstellen. Treibstoff ist völlig egal zu dem Spielzeitpunkt. Geh dann gerne holen, wenn er möchte. Ah, ist auch fertig, sehr gut. Ja, also mit der Panzerarmee, ich weiß nicht, wie die das kontern wollen. Also Airborne Ranger und die normalen Ranger haben die ja beide gebaut als AT. Das wird niemals klappen. Die müssen Knubbelpack in der Backline haben, damit das funktioniert. Also wir werden die jetzt einfach schlicht und ergreifend massakern, ja. Wirklich massakern. So, Overrepairs an. Ich mache sicher keine 88er. So, da vorne kommen sie. Da liegt eine Waffe, ich ping denen das mal. Ich will das nicht für meine Scheißtruppen mitnehmen, das macht keinen Sinn. In der Mine gelaufen, leider. So, falsche Mega von hinten. Du hast sie aber alleine abgeworfen, sehr mutig. Oh, jetzt mache ich das wieder falsch. Es hört nicht auf, dass ich Scheiße spiele, es hört nicht auf. So, noch ein Panzer 4, klar, machen wir mal drei davon. Hier geht wirklich alles. Okay, lass trotzdem mal hier kappen gehen, den Sektor, dann haben wir den schon mal. Hier liegen überall Waffen rum. Wann kann man die denn aufheben mit dem? Okay, dann machst du das. Dann gehst du das da hinten kappen. Und du hast schon alles repariert hier vorne, ne? Sehr schön. Ich dachte, die könnten das nicht aufheben, wenn die ihr Dingsgewehr haben. Aber anscheinend geht es dann doch. Ja, so, was haben wir noch? Wir haben jetzt den nächsten Panzer. Der hat AT. Infanterie haben wir nicht. Dann spiele ich noch ein OP für meinen Mitspieler. Ah, du kappst das schon. Sehr gut. Wenn die keine Sniper haben, kann ich auch einfach ein Vierling spielen. So, der ist fast unsichtbar. Kannst du noch eins aufheben? Nee. Ja, Trupp ist wieder repariert. Sehr schön. Jetzt haben wir das alles zurückgekappt. Und ich spiele jetzt einfach hier unten. Munnen-OP für uns. Ah, da oben kommt die Armee. Sehr gut. Ab an die Front. Ja, die Pack, die müssen wir halt ein bisschen holen. Wenn die so steht, kann man halt einfach drauf zulaufen, wahrscheinlich auch. Okay, kann man nicht.
Er hat ja eine Hummel, wisst ihr? Also von daher sollte das eigentlich als machbar sein hier. So, hier unten hingehen, weil die Packe oben ist. Raus da. Ein Mitspieler hat eine Hummel, also mit der sollte das eigentlich gehen. Den Panzer vielleicht mal ein bisschen tiefer stellen. Aber die Angriffe sind schon sehr teuer für den Gegner, muss man sagen. Die drei Airborne Ranger, ich weiß auch nicht, ob die die Lösung unbedingt dagegen sind. Da muss man halt jetzt nur aufpassen, dass wieder nicht dieser Focus Fire auf einen kommt, ne? Da wäre halt die Infanterie ganz gut dafür. Und man sollte nicht auf einen Knubbel stellen, weil die, das ist mein neuer Panzer. Weil die Dings haben, ne? So einen Luftangriff auch. Den kann man gut opfern, die haben ja keinen einzigen Panzer. Wenn der muss jetzt nicht sterben, aber das ist nicht so schlimm, wenn der stirbt, muss man halt sagen. So, jetzt haben wir hier trotzdem ein bisschen mehr Feuer. Der tankt das jetzt, der hat ja am meisten Leben noch. Gut, der ist tot. Der Ranger kann man ignorieren. Also die Airborne Ranger sind die einzigen, die wirklich gefährlich sind. Und die Pack, die da hinten steht halt, ne? Und tot. Oh, was für ein Spiel. Ja, das ist ein Ranger, das ist nicht so gefährlich. Ich müsste halt mal meine Fallschirmjäger vielleicht auch einsetzen. Das wäre ganz, ganz hilfreich. So, warum hat er die Hummel eigentlich nicht benutzt in dem Knubbel? Hätte das nicht geholfen? So, Pack ist aber leider noch da. Weil kein Fallschirmjäger. Und jetzt benutze ich mal meine Infanteristen. Das ist, glaube ich, ein sehr. Der hat Wett bekommen. Ein sehr grausames Video inzwischen schon, oder? Ich habe 1000 Dings über. Ich brauche einfach noch einen Panzer 4. Die sind ja ganz gut. Es gibt auch spannende Automatches offensichtlich, auch wenn die ein bisschen selbstverschuldet spannend sind. Okay, so. Auch hier einfach hinstellen. Aber Mundo-P und ein Pin gegen die Infanterie. Ich ping ihm das mal. Ich habe den Eindruck, er hat die vergessen. Aber ich darf mich nicht beschweren, so wie ich spiele. So, da ist eine Pack unterwegs. Ja, da müssen wir mit der Infanterie drauf. Ist aber auch so ein kritischer Blob so ein bisschen. Soll ich mal meinen Panzer gesehen? Da ist er. Bist du noch ganz? Kannst du auch mal kurz machen, tut ja nicht weh. Das Ding ist ja, dass die Gegner nur Ranger machen in jeder Form, wir nur Panzer quasi, also mit den Panthern einen Großteil einen Panzer haben. Meine Panzer 4 sind die einzigen wirklichen Anti-Infanterie, ne? Aber wir gewinnen das trotzdem, also ich habe eigentlich wenig Zweifel daran. Es ist halt nur ein bisschen schmerzhafter, als es wahrscheinlich sein müsste. So, kannst du die mitnehmen? Nee. Kannst du die mitnehmen? Ja. Hier mal einen anderen Ranger. Ah, da ist er. Und ich bin wieder runter von der Map. Das Ding, ich setze die halt falsch ein. Ne? Ihr müsst die halt aus der Deckung arbeiten lassen. Und dann muss man natürlich auch ein gewisses, ja, ein gewisses Minimalkontingent haben. Also zwei Truppen gegen acht, ne? Oder so ist immer blödsinnig. Jetzt bin ich hier wieder nicht in der Deckung. Also Frontal gegen MG ist nicht so dolle. Auf der anderen Seite steht der halt auch scheiße. So, ich habe jetzt irgendwie meinen Panzer vergessen, genau. Ich muss halt jetzt nur aufpassen, weil der halt mit Dings hier arbeitet. Da kommt der Flammen. Oh, schöner, schöner Stoß da rein. Das müssen wir die halt nur ein bisschen kiten und dann müsste das eigentlich auch laufen. Reparatur läuft. Ja, wenn sein Mitspieler angreift, ist er am Kappen. Hervorragend. Das MG wäre jetzt geil. Ich glaube, ich nehme das jetzt einfach mal mit, auch wenn das jetzt was teuer wird. Weil die haben halt nichts gegen das MG, ne? Also klar, die können den Ranger-Stachel ab und so machen. Ich bin aber noch nicht davon überzeugt, dass das die beste Lösung ist. So. Jetzt habe ich mal die Deckung, einfach um den Gegner zu behindern. So, den weg. Erstmal hier reingehen für die Pins. Kann man den Mortar-Pin zur Not. Bisschen weiter rausfahren. Gerne mal ein Panzer 4. Kann man nicht genug von haben, sage ich ja immer. Den vielleicht kurz vorwarnen. Und wir haben Sektor-Artillerie da hinten. Sehr schön. Die jetzt vielleicht mal hier locken, damit die ein bisschen Schäden machen. Reparatur für den Panther. Der freut sich sicher, dass ich hinter ihm stehe gerade. So, Mortar ist jetzt weg hier im Moment. Jo, läuft.
Ich will nicht sagen, dass das jetzt flüssig lief, perfekt oder irgendwas, ne? Aber wir haben den Kampf jetzt nicht verloren. Und hier liegen auch Waffen rum, auch wenn ich keine Bazooka will, mit Sicherheit. So, ich mache jetzt einfach noch ein Reparaturteam. Scheiß doch auf die Kämpfe. Ich repariere nur noch. Okay. Da kommt der Knubbel. Ja, Reparatur läuft halt, so gut es halt irgend geht. Ich mache erstmal den hier, damit ich die Infanterie bekämpfen kann. Das Schöne an so einem Spiel ist halt, dass halt Abwechslung ist, ne? Es ist dumm, ja klar, es ist dumm, aber es ist halt Abwechslung. Da war der Bombing Run, den ich eben meinte, da muss man ein bisschen aufpassen. So, noch ein Panzer. Mir fehlt da die Munition ein bisschen. So, jetzt haben wir aber alles zurückerobert und ich habe jetzt mehrere Panzer, habe also langsam die kritische Masse. Es war nur 5 gegangen. MG lebt noch. Ich würde das ganz gerne am Leben halten, wenn es irgend geht. So. Zack. Lass mal gerade kappen gehen. Motor kaputt. Da muss man durch. Fährst du? Brauchen immer einen Moment, bis sie das machen, glaube ich. Aus der Sicht bitte raus. Halten. An die Front für die Reparatur. Auch mal an die Front. Okay. Weiter. Ich habe keine Munden mehr, also leider das Problem. Na gut, nehmen wir eine Bazooka mit. Ich hasse es. So. Ich müsste mir hier unten jetzt mal eine Front etablieren, langsam, ne? Das war das ganze Ziel. Und nicht blobben, weil er halt, ne? Airborne ist der eine. So, die Panzer. Weg mit der Pack. Ja, ich brauche halt auf jeden Fall Mun. Ich habe gerade das Munopea weggefahren. Habe ich nicht ein zweites eben nachgebaut? Mir war so, als ob. Ich bin eben Late Game. Jetzt nochmal Munopea nachträglich spielen? Ich weiß es nicht. Sollen wir erstmal Wett für die Pack bekommen? Den mal gerade zurückfahren. Der ist am meisten Schäden und wir wollen jetzt nicht, dass die hier Spaß haben. Nein! Oh, ich hasse mein Leben. Egal. Na, jetzt eine gekappt. Sehr gut. Ab an die Front. Ich muss eigentlich die Mund kappen, aber ich glaube, das mit der Reparatur wäre auch nicht unwichtig. Hätte ich das wieder angeklickt, weil ich so zum Steuern bin. Ah, jetzt muss man mit dem Flammenwerfer ein bisschen aufpassen da hinten. Das Feeling kannst du ja kaputt machen. Das haben die gebaut, damit die Infanterie reinforced, vermute ich mal stark. Ah, sehr schön. Genau, du kommst vielleicht auch an die Front, was meinst du? Und du kommst auch an die Front. Und ihr geht kappen und du gehst kämpfen und du gehst nach Hause. So, jetzt haben wir endlich wettkassiert für die Jungs. Let's go. Auf die Pack, bitte. Ich habe keine Munition, sonst hätte ich jetzt eine Brandgranate schmeißen wollen. Das war jetzt ein bisschen Unfug. Ich wollte die gerade noch zurückziehen. Die haben nur Wett, aber das liegt auch daran, dass, ne, ich lasse mir halt alles fucken von denen. Ich wollte Brandgranate auf die Pack werfen, das war so ein bisschen die Idee. Da müssen wir halt den Packs ein bisschen ausweichen. Und gucken, dass wir nicht noch unnötig mehr Wett verteilen an den Gegner. Oder die Bar zurückgeben. Oh, ich könnte noch ein Panzer 4 machen. Kann man nicht genug von haben. Ich kann gleich einen Bergetiger machen, dann hebe ich nochmal die ganze Armee aus. Das ist ja auch eine Antwort. So, da sind die Jungs wieder. Und das MG ist sicher auch eine Hilfe, wenn das mal auf dieses Feld kommt. Kurz zum Heal bringen. Jetzt sind wir fertig mit dem Dude. Sehr schön. Und jetzt muss man halt kiten, ne? Wenn die kitet, ist das auch kein Problem. Ich mach das halt nur nicht. Das ist ein bisschen Glückssache, ob die jetzt da reinlaufen in die Artillerie. Er ist, glaube ich, reingefahren. Aber es sollte eigentlich jetzt safe sein. Also Artillerieschlag auf mobile Panzer, ne? Das ist eigentlich immer so ein fragwürdiger Move. Das würde ich nicht empfehlen. Ach ja, lass einfach einen Bergetiger holen und dann
berge ich danach eine Armee. So, weiter geht die Geschichte. Haben wir noch was gesammelt? Mann, das geht hier richtig auf die Munde, das Spiel. Könnten noch Sachen bauen, aber wofür? Der Wirbelwind ist gar nicht so schlecht zum Pinnen, dann brauche ich das MG jetzt gleich nicht aufstellen. Aber sicher auch nicht verkehrt, wenn man MG aufstellt. So, einfach mal einen Pin dahin packen. Vielleicht setze ich jetzt doch mal die falschen Mega ein, wie sie halt erfunden wurden. Ich glaube, gerade mit den Kratern sollte das relativ einfach möglich sein, die hier zu verstecken, damit die halt einen Überraschungsschlag machen, wenn der Gegner dann reinläuft. Was mit der Reparatur passiert? Achso, du bist noch am Arbeiten, okay. Du, 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 du. Bergetiger-Küt. So, Panzer. Genau, den Marder brauchen wir, glaube ich, nicht. Machen wir erstmal hier den Panther. Oder Panzer 4. Ich heb einfach alles auf, was da steht. Es gibt vielleicht 8 Panzer oder so mehr. So, die sind alle unsichtbar. Da jetzt einer reinläuft, sind die instant tot. Dann gibt es noch einen schönen Pin. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Pin, weil ich will die nicht pinnen, bevor die da reinlaufen und dadurch nach rechts ausrichten mehr. Reparatur läuft auch. Ich glaube, wir sind gerade wieder auf dem Weg nach oben. Warte, ich hab noch einen vierten Panzer 4. Okay. Fahr mal bitte zurück. Ich will jetzt nicht da rein, genau, weil da die Pack halt steht. So, Hummel geht da rein, sehr schön. Ich will halt, dass der jetzt ein bisschen näher kommt. Ich fahr mal einen Panzer 4 hier runter oder 2. Scheint ja da oben safe zu sein. Ich kann, glaube ich, mit allen runterfahren. Okay, Panther reparieren. Let's go. Er hat es aber auch bitter nötig. Oh, Artillerieschlag. So, wir fahren jetzt da rein. Machen jetzt einfach ein Last Stand quasi. Und gucken, ob wir das überleben. So. Ja, das ist ein Last Stand, war vielleicht so in Retro-Perspektive keine gute Idee. Okay, ich bin so ein Noob. Ich habe eben, glaube ich, noch gesagt, dass ich die nicht blobben soll, die Dinger. Jetzt sterben die alle. Der schießt gar nicht von da hinten. Ist auch nicht schlecht. So ist das, wenn man mit Anfängern spielt. Also nicht, weil ich selber. Okay. Lass mal gucken, ob wir den retten können, zumindest hier. Wir können die ja gleich wiederholen. Das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwas verloren hätte, außer Zeit, ne? Oh, wisst ihr was? Ich baue einfach einen neuen. Ui, was für ein Spiel. Okay. Reparatur, please. So, der will ja immer wieder hier runter, ne? Ich mache jetzt einfach mal, dass ich mich hier unten aufstelle. Ich schaffe heute noch einen Überraschungsschlag, ja? Ich schaffe das sicher noch. So, was er hier nochmal durch will. Wir wollen ja noch Siegpunkten gewinnen. Ich könnte auch einfach 88er und Feeling aufstellen, dann kann er keine Luftschläge mehr machen. So, ich ping ihn das mal. Ich habe den Panther zurückgeholt. Ich glaube, ich habe den zwei Panther zurückgeholt. Was 1000 Manpower wert. So, erstmal da weiter. Der Luftschlag hat eben leider die Frax kaputt gemacht. Das ist natürlich ein bisschen unschön gewesen. Aha, das gehört's. Was denn? Ja, ich bin gerade busy. Die reparieren halt auch sehr schnell, die Jungs. Na gut, machen wir das erstmal. So. Ach, wir machen jetzt hier Stellung. Unten ist jetzt zu, da wollte er nicht mehr drauf gucken. So, ich überlege jetzt fast ein Vierling zu bauen, was einfach auch witzig wäre. Genau, hier bauen wir jetzt ein Vierling. Der kann ja mit der Pack einfach ausschalten, wenn die da rechts steht, ne? Aber ich baue es trotzdem mal dahin, um ein bisschen Spaß zu haben. So. Das glaube ich, ein neuer Panzer 4. Genau, da ist jetzt ein Feeling hinbauen wahrscheinlich nicht so gut. Die Packs machen die halt einfach kaputt, ne? Jetzt haben sie ein paar Packs mehr wahrscheinlich rangeholt. Na gut, der tut mir jetzt wahrscheinlich nicht den Gefallen, aber ich komme jetzt von hinten, kann die Packs ausschalten mit ein bisschen Glück.
Puck ist tot, sehr schön. Wird noch repariert. Da geht eine Granate rein. So. Ja, der guckt jetzt gerade, wie gut ein Panzer 4 im Nahkampf ist. Ich würde sagen, er hat es herausgefunden. Ist da oben noch irgendwas gewesen? Ist so viel los. Ah, da ist immer noch. Ich komme mit der Reparatur nicht hinterher im Moment, ne? Erstmal den machen, damit der kämpfen kann wieder. So, da oben ist mein Bergetiger, der wird gerade gefuckt, sehr gut. Aber es ist halt ein Tiger, ne? Der hält ein paar Packtreffer aus. Und die bouncen dann eben auch. Alles klar, so, ich brauche mal eine Reparatur für den Tiger, bitte. Let's go. Dritter Reparaturtrupp. Ui, was für ein Spiel. Mein Leben lang noch nicht gesehen, sowas. Lass mal kaputt machen, die Scheiße. Das sah da Friendly Fire aus, war aber nicht in meinem Sinne. So, mein MG hilft ein bisschen. Ah, den fertig hier. Lass mal den Mortar mitnehmen. Mortars gegen die beiden Blobs, glaube ich, sehr gut. Bett 2 Pack. Warum hast du denn gerade Wett da hinten bekommen, so? So random quasi. Okay, Mortar hinter das Haus stellen hier. Und Reparatur. Ah, die sind fast fertig mit der Reparatur. Der Überraschungsschlag. Ist auch wieder repariert. Sehr gut. Das reparieren wir denn ebenfalls. Auch an die Front. MG feuert ein bisschen. Jawohl, alle rein da. Ich mache, glaube ich, noch gleich einen Trupp, weil wir machen einfach nochmal einen Panzer. Nein! Popcap. Okay. Lass einfach mal da reinlaufen, falls da noch eine Pack ist. Alles nach Front. Jetzt hat der Erfahrung gesammelt. Ich verstehe noch nicht ganz, wie das funktioniert, aber es funktioniert offensichtlich. Nee, tu mal kappen. Und danach können die wieder zur Reparatur gehen. Machen wir hier oben im Kappen weiter. Dann würde ich lieber hier das Ding ausschalten. Ich habe ja schließlich eine Bazooka. Und man kriegt auch Wett halt dafür, ne? Also, ist ja nicht unbedeutend. Okay, ich hole mal eine Reparaturcrew. Jetzt habe ich, glaube ich, 4 auf der Map. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ist ja schön. Also eigentlich müssen wir nur oben kappen gehen, dann gewinnen wir das Spiel. Aber es ist halt, ne, schön, das ein bisschen in die Länge zu ziehen. Könnte das MG wieder mitnehmen, ist eigentlich gegen den Blob ganz gut. Vielleicht ein bisschen Reparatur, machen wir das. So, der Mortar hat leider nichts gemacht, dann kills. Ah, ist kaputt gemacht, das Ding, sehr gut. Ah, da oben, den kann man kaputt machen mit einer Bazooka. Mortar geht down. Ich muss noch meine Einheit ein bisschen unter Kontrolle bringen, weil ich glaube, ich habe 4 Panzer 4, aber ich finde den vierten gerade nicht. Du kannst auch, während du repariert wirst, auch übrigens reparieren. Ich könnte meine Panzer 4 wiederholen. Willst du einfach reparieren? Jungs, nicht so faul sein, schraub mal die Dinger wieder zusammen. Sind ja schließlich im Krieg, ansonsten muss ich die halt neu holen. Was wahrscheinlich das gleiche in grün ist. Ich glaube, ich hole nochmal eine Reparatur drauf. Okay, weiter geht's. So, welche Wege? Aber was das Spiel, glaube ich, gut zeigt, ist das kritische Masse-Prinzip, ne? Die Kämpfe laufen halt ohne Ausnahme alle scheiße seit Minute 1, für mich zumindest. Weil ich halt immer wieder die Fuchs kassiert habe und der Gegner mehr Masse hat als ich, ne? Und ihr braucht eine gewisse kritische Masse, damit auch die Hard-Counter funktionieren kann zu den Einheiten. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Paradebeispiel dafür, wie man es eben nicht machen darf dann. Da muss man halt mit seinem Gegner, eben seinem Mitspieler mitlaufen, bis das Problem eben gelöst ist. Dass man wieder kritische Masse halt hat. So. Jetzt sind alle Panzer repariert, oder? Genau. Dann lass den Blob jetzt mal auslöschen und diesmal fahre ich einfach drüber. So, Bergetiger. Wie gesagt, ich fahre jetzt einfach drüber. Da
Da muss man sich nicht hinstellen. Oh, ich habe einen Panzer verloren. Wann ist denn der vierte down gegangen? Überfahren ist halt besser als eine Kanone benutzen, aus meiner Sicht. Das war jetzt ein Massaker für die Armee. So, Panzer holen wir wieder. Okay. Na, ich habe also eine kritische Masse an Panzern jetzt auch. Und wenn ich die richtig einsetze, halt mit dem Drüberfahren, weil es ein Blob ist, dann. Na. Nein! Dann tut es halt auch weh beim Gegner. So, Gegner noch eine Panzerarmee jetzt gesetzt, oder wie? Kanone wieder anschrauben. Ja, wett mal mit Spieler. So, da ist halt eine Pack am Schießen, oder? Mir geht das schon hin, sehr gut. Ich würde ganz gerne jetzt weiter reparieren. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch die Punkte kappen, weil ich habe das Gefühl, dass wir die unnötig aus der Hand gegeben haben. Ich mache einfach nochmal einen sechsten oder so Reparaturtrupp. Oder benutze mal die Infanteristen, die ich habe. Ja, ich schicke den kurz nach oben, das Kappen. Tut ja nicht weh. Sehr schön. Die sind, glaube ich, hier alle durch gleich. Dann können wir wieder meine Sachen reparieren. Wird gekappt. Sehr gut. Hier liegen überall Waffen, ne? Eigentlich müsste man jetzt nur noch auf Infanterie setzen, so viele Waffen wie umsonst sind. Ah, da sind sie wieder. Ja, jetzt will ich gerade nicht rüberfahren, da gerade ein bisschen wenig Lebenspunkte. Hier auch eine Pack abgeworfen. Ups, da läuft auch die Artillerie, ist nicht so gut. Okay, erstmal näher rangehen, erstmal den ausschalten für die Panther. Was liegt denn da für eine Waffe? Ich kann die nicht aufheben. Halt eine Bar. So, nimm mal mit. Danke. Und jetzt nach Hause gehen. So, Panzer nach oben, Panzer 4 nach oben bringen. Ich habe gerade oben die Map. Ich habe immer noch ein bisschen Ressourcen über. Ah, ich wollte gerade sagen, da geht jetzt ins Trafing ran rein. Na gut, ich muss auch mal sagen, also wenn ich jetzt Dings machen würde, ich fahre mal gerade in den Blob rein. Ne? Wenn ich Dings machen würde, dann, 4-Ling und 88er und so. Hat einen Motorschaden oder warum fährst du so langsam? Sag nicht, dass das Blut in den Ketten Probleme bereitet. Na gut. So. Und Wert 3. Ich habe gerade irgendwas gesagt, oder? Wieder vergessen. Hat jemand meinen Bergetiger gesehen? Ich glaube, das ist er. Ich sag bitte nicht, du gehst jetzt raus, jetzt wo es witzig wird. Ah, ich bin wieder AFK mit einer Hände, sehr gut. Okay, weiter geht's. Alle wett. Wer ist denn rausgegangen? Ja, der Gegner. Kappen nebenbei unter Feuer, passt. Ist jetzt jeden Moment auch vorbei. Normal geht man ja bei sowas ein GG dann, wenn man da rausgeht bei so einem langen Spiel, aber okay. Ja, das war die Runde. Also ein gigantischer Albtraum. Nichts von dem, was ich zeigen wollte, gerade funktioniert, weil ich auch alles falsch gemacht habe. Aber ich denke trotzdem, dass man auch aus solchen Spielen einen Lerneffekt rausholen kann. Ne? Und ein Lerneffekt ist dann zum Beispiel eben das mit der kritischen Masse. Also das hat ja hier gar nicht funktioniert. Der Gegner hat von Anfang an den Blob gespielt, was sehr, sehr schwach ist. Aber wenn der Blob halt den ersten tötet, dann tötet auch den zweiten, den dritten und den vierten. Und selbst wenn der dritte und vierte in die Hardcounter sind, werden die auch getötet, weil die einfach, ne, ihr müsst halt diese gewisse Firepower haben, ne, damit das funktioniert. Und die ist halt dann nicht mehr vorhanden ab einem gewissen Punkt. Dann müsst ihr erst wieder sammeln und euch defensiver verhalten. Und das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, und deswegen hat das auch so miserabel funktioniert. So, das war die Geschichte. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und ich habe mir jetzt mein Frühstück verdient. Ciao, ciao.